Riesenspaß für zu Hause. Ja, Tiere wollen beschäftigt sein und Hunde sind in den meisten Fällen sehr intelligent. Ja, hier sieht man einen Hund mit einem kleinen Spielzeug. Es ist offenbar noch ein Welpe, aber das Ganze gibt es auch viel trickiger. Denn hier vorne haben wir nämlich Hundespielzeuge, die die Intelligenz eines Hundes total herausfordern. Ja, sie kommen unter anderem von Trixie oder von Moore. Das sind also Hersteller, die sich wirklich darum kümmern, die Hunde in Beschäftigung zu lassen. Und sie müssen, um sich Leckerlis zu verdienen, einiges tun. Und das Ganze ist gar nicht so einfach, ja, wie man zunächst denkt. Hier ist Heidi. Hallo. Ja, grüß dich Heidi, und hier ist Melanie. Grüß dich Melanie. Da ist es Real Nature Wilderness. Ja, 90% Ente und 10% Obst und wertvolle Zutaten. Ja, das sind Leckerlis und die müssen die Hunde finden. Genau, in unserem Intelligenzspielzeug. Ja, da vorne ist es. Die Melanie kommt mal kurz zu mir. Sie zeigt es nämlich mal. Sie ist hochintelligent, die Melanie. Zumindest mal so intelligent wie ein Hund. Genau. Wie funktioniert das jetzt? Also, wenn man jetzt, es gibt verschiedene Stufen. Es gibt einmal Level 1, das ist jetzt, sage ich mal, für den Anfänger. Gibt es auch verschiedene Spielzeuge für, womit man auch einfach anfangen sollte, wenn der Hund damit noch nie in Kontakt gekommen ist. Denn es soll ja erstmal einfach sein. Und dann geht man in die schweren Sachen rein. Das hier wäre zum Beispiel ein Spielzeug von der Stufe 2 und hinten Spielzeug der Stufe 3. Die zeigen wir mal. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt zum Beispiel einen Snackball. Liebe Heidi, pack schon mal den Snackball aus. Den zeigen wir gleich mal, dass wir das mal sehen. Aber es geht darum, dass der Hund nicht einfach nur Sitz und Platz macht, sondern er muss ein bisschen was tun. Er muss sich das Leckerli erarbeiten. Genau. Im Prinzip funktioniert das jetzt zum Beispiel jetzt mal bei der Stufe 1. Man hat dann hier Leckerchen drin. Oder auch hier unten unter den Hütchen kann man dann Leckerchen hinmachen. Genau, und zeig mal gerade das Leckerchen unten drunter, das was man sieht. Es liegt da einfach nur so drin, richtig? Genau, liegt einfach nur so da drin. Kann man auch reinmachen, was man möchte, was der Hund halt gerne mag. Und dann muss der Hund sich das Leckerli im Prinzip erarbeiten, indem man einmal die Hütchen entfernt, um ans Leckerchen dran zu kommen. Und hier muss er dann rutscht das immer weiter runter. Hier die an dem Seil dann rausziehen, bis das dann am Schluss unten rauskommt. Das ist jetzt Level 1. 1 heißt einfach, oder? 1 ist im Prinzip einfach, genau. Genau wie auch das hier. Das ist im Prinzip auch die Hütchen, nur die Hütchen, wo man auch die Leckerchen drunter versteckt und der Hund dann die Hütchen hochheben muss. Ja, das kann er entweder mit der Tatze machen oder kann zum Beispiel auch wegziehen mit Zähnen, kann das so genau. Mit dem Maul, kann genau. Das einfach nehmen. Ja, das ist ein intelligenter Trainer für Hunde, Intelligenztrainer für Hunde. Aber es geht schon weiter. Hier wird es ein bisschen komplizierter. Genau. Mal schauen, ob ihr das noch könnt. Ja. Mann, Spaß. Hier ist es im Prinzip auch wieder mit den Hütchen. Der Hund muss zuerst die Hütchen wegholen, wo man auch was drunter verstecken kann. Und dann sind hier nochmal Fächer, wo er dann schieben muss, um an die Leckerchen dann dran zu kommen. Dann sind hier wieder die Leckerchen im Prinzip drin versteckt. Meinetwegen dann auch hier. Das kann man über die ganze Bahn machen. Und dann kommt er hier einmal ans Leckerchen dran und durch das Schieben an die anderen Leckerchen. Genau, es sind 4 Stück drin. Die sind gleich angeordnet oder haben die eine leichte andere Anordnung? Nee, die sind gleich. Die sind alle gleich angeordnet, ja. Sehr, sehr intelligent. Das heißt, diesen Hund kann man dann direkt in die Programmierabteilung der Uni in Saarbrücken schicken, in der HTW, ins Informatikstudium, wenn er das hier beherrscht. Das ist jetzt Stufe 3. Genau. Da muss er ein bisschen mehr machen. Genau, das ist jetzt Stufe 3. Da gibt es auch wieder einmal Hütchen, wo er hier auch gut greifen kann, wo auch ein Leckerchen wieder rein versteckt werden kann. Und was natürlich wirklich schon ein bisschen schwieriger ist, hier kann der Hund nicht einfach ziehen, sondern er muss erstmal das hier entfernen. Auch immer aufpassen, immer dabei bleiben, ganz wichtig, dass der Hund nichts verschluckt. Und dann kann er das hier öffnen und dann können hier wieder Leckerchen versteckt werden. Stufe 3. Gar nicht so einfach. Es gibt aber noch was ganz Tolles. Das hat mir die Heidi eben mal kurz gezeigt. Das ist unter anderem der Snackball. Und der ist schon fast gemein, muss man sagen. Ja, aber der Hund hat einen Höllenspaß. Und was ist das? Das ist ein Ball, den kann man befüllen mit Leckerchen. Der hat hier dann eine Öffnung. Die kann man auch variabel einstellen, je nach Leckerchengröße oder auch je nachdem, wie viel auch rausfallen soll. Und den muss der Hund über den Boden rollen. Und im Prinzip, dass der Hund auch Bewegung hat und dann fallen nach und nach die Leckerchen raus. Ja, super. Ihr habt das schon probiert, den Snackball, der läuft gut? Ja, den gibt es auch in verschiedenen Größen für große und für kleine Hunde. Das wäre jetzt welche Größe? Für einen großen Hund. Für einen großen Hund. Also der hat rund 14 cm Durchmesser und das ist schon mal ganz witzig. Interessant ist auch der Schnüffelteppich. Da habe ich erstmal geguckt, was ist denn Schnüffelteppich? Habt ihr da vielleicht schon irgendwelche Geschmacks Sachen eingebaut? Nein, es ist ganz anders. Da ist eigentlich der Albtraum für jede ordentliche Frau.
da versteckt man jetzt Leckerlis in den Teppich. Genau, da versteckt man Leckerchen und da geht es auch wieder über die Nase, dass der Hund das Leckerchen muss erriechen und dann in dem Teppich suchen muss. Zeig mal, mach mal auf, das will ich mal sehen, weil das ist wirklich hochinteressant. Ich kann es mir noch nicht so wirklich vor, also vielleicht so ein bisschen. Der liegt einfach auf dem Boden zum Beispiel? Genau, der liegt auf dem Boden. So, da ist er drin. Genau, und da sind dann diese Fransen. Okay. Und da kann man dann dazwischen die Leckerchen immer verstecken. Ach, der muss richtig suchen, der mit der Schnauze, genau. Ja. Das wird dann irgendwo da dazwischen gefriemelt und dann muss der Hund das sich dann mit der Schnauze und der Nase dann ersuchen. Mal schauen, ob du es nochmal findest. Genau. Ja. Also wenn ihr irgendwo im Fressnapf Völklingen ein Leckerchen Schnüffelteppich, da ist er, findet, genau, mit einem Leckerli drin, genau, dann war das der aus dem Film. Ja, so. Zumindest ist das so. Habt ihr den mal ausprobiert, den Teppich? Wie läuft der? Der geht ganz gut, die Nachfrage ist sehr groß danach, ne? Okay, die finden das dann. Das heißt, die erschnüffeln das und haben die das relativ schnell spitz, wie das funktioniert? Das kommt natürlich immer auf den Hund an, aber ein Hund, der wirklich sehr gern Leckerchen auch mag, natürlich, der ist da natürlich ganz wild drauf. So, das Ganze gibt es ja noch in 1000 Abwandlungen, zum Beispiel mit Hütchen in verschiedenen Farben, aber es gibt auch was richtig Tolles. Das zeige ich mal gerade da unten. Wenn du das mal kurz rausnimmst, das Dog Activity, das hat Batterien drin. Und da, das erinnert mich so ein bisschen an die Fernsehserie Lost. Da war so einer, der war in einem Affenkäfig drin, ein Mann, ja, und der hat jedes Mal, wenn er einen Stromschlag bekommen hat, kam ein Leckerli raus, ja, nämlich was zu essen. Und das hat mich daran erinnert. Das ist so ähnlich. Der Hund muss was tun, der kriegt aber keinen Schlag. Nee, also das hier ist im Prinzip ein Behälter, da kommen Leckerlis rein, das funktioniert mit Batterie. Und hier ist ein Knopf dabei oder ein Button, wo der Hund dann selbst auch mit der Pfote drauf gehen kann. Und zur Belohnung, das kann man auch in verschiedene Räume dann stellen, sodass es auch nicht direkt nebendran ist. Und dann kommt dann die Belohnung dort raus. Da steht Level 3 drauf. Ist das so kompliziert? Der drückt auf den Knopf, da kommt was raus? Gut, der Hund muss ja auch erstmal verstehen, dass der Knopf woanders ist und das Leckerchen an einer ganz anderen Stelle dann wieder rauskommt. Ach so, das Verständnis, dass er woanders drücken muss, das ist nicht so angeboren. Genau, er muss das natürlich mit zusammen in Verbindung bringen, den Knopf mit dem Gerät, dass da das Leckerchen rauskommt. So, was passiert denn jetzt? Ich kaufe jetzt das Gerät, bin voller Freude, komme nach Hause. Und mein Hund ist irgendwie, der hat da keinen Bock drauf. Also das ist gar kein Problem. Also wenn das überhaupt gar nicht funktioniert, kann das auch wieder zurückgegeben werden. Das ist ja, so ist es. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Also ihr habt wirklich ganz, ganz viel. Man empfiehlt ja grundsätzlich, dass die Tiere wirklich was zu tun kriegen, ja. Und dass man sie einfach ein bisschen auf Trab hält. Das hält auch den Hund ein bisschen im Kopf jung, oder? Genau, so sieht es aus. Du lässt es ihn auch aus damit. Er muss finden. Ja, wenn ich jetzt Anfänger wäre, der Teppich, der hat mich schon ziemlich angefixt. Ist das gut? Ja, den Teppich kann man auf jeden Fall als Anfänger nehmen. Genau. Riesenspaß für zu Hause. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl. In welchem Fressnapf sind wir denn heute? Wir sind heute in Völklingen. Völklingen, das liegt im Saarland. Also wenn ihr uns seht, ja, ihr habt noch zwei weitere Fressnäpfe, die ihr betreut. Das ist einmal in Saarbrücken und einmal in? St. Ingbert. Ja, die Öffnungszeiten? Von 9 bis 19 Uhr, von Montag bis Samstag. Durchgehend. Und Parken ist überall kostenlos? Parken ist überall kostenlos, selbstverständlich. Die tolle Beratung von dir und allen Mitarbeitern in den drei Fressnapfgeschäften ist natürlich gratis. Und vielen, vielen Dank, Heidi. Ich zeige euch nochmal kurz unser Präsenter. Wenn ihr das also haben möchtet, das Strategiespiel Schnüffelteppich von Trixi, dann wendet euch vertrauensvoll unter anderem an Heidi, die ja in allen Filialen zeitgleich ist. Genau, ich turne überall rum. Ja, danke schön. Tschüss.